Hallo YouTube, ja, wir sind hier wieder, mehr oder weniger wieder, bei Let's Play Gothic. Ja, eben, ich hatte schon mal das angefangen, wollte es eigentlich früher, als ich es angefangen habe eben, auch schon mal durchspielen. Da war es wieder, mein Dialekt kommt leicht raus. Ja, was soll ich sagen? Wolltest du gleich durchspielen? Also die Spielerei Nummer 1, 2 und 3, den vierten Teil, naja, wäre sowieso noch weit weg. Würde ein bisschen dauern, weil ich eben auch nicht, keine Ahnung, wie viel pro Tag hochlade jetzt an Spieldauer. Oder Videolänge, sagen wir mal so. Und ja, das erste Mal, aber eben, wer sich das anschauen will, ich lasse das, denke ich mal, in der gleichen Playlist. Ich habe inzwischen auch, eben weil ich es in der Zwischenzeit auch neu aufgesetzt habe in meinem System, habe ich auch gleich das nochmal natürlich neu installiert und andere Einstellungen vorgenommen, sodass es eben nicht mehr 4 zu 3 ist, sondern dass es 16 zu 9 ist. Man wird vielleicht, der eine oder andere wird vielleicht gleich merken, es hat schon, ja, mehr oder weniger Nachteile. Aber ich denke mal, vorerst kann man damit leben. Ja, ich hoffe es. Ja, fangen wir einfach mal an mit dem neuen Spiel. Wieder mal. Und ich denke mal, links oben ist jetzt... Das Königreich Myrtana. Naja, egal. Wieder vereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars des Zweiten, Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtat... Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist.
Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Ja, gut, sind wir hier. Ich kenne natürlich so einige Dialoge noch, weil ich ja schon mal durchgespielt habe. Fangen wir mal damit an. Warum auch immer. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Wer ist denn dieser Gomez? Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie. Ja, ich denke mal, bin jetzt einfach leise und klicke mal einfach so alles an. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Bullitt und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullitt und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Wo ist dieser Bullet jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Taurus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Okay. Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Ah, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Gut, dann haben wir es da auch mit diesem Gespräch und beginnen gleich mit Kapitel 1. Das hat jetzt natürlich erstmal noch nicht als ein Kapitel gezählt. Beziehungsweise, noch, ja, nicht als Kapitel 1. Vielleicht Kapitel 0 oder so. Ach ja, und die Kamerasteuerung, die ist eben jetzt in diesem Spiel erstmal so. In Gothic 1. Wird natürlich später dann auch alles besser, weil, ja, wenn sich ein Spielstil nicht... da ist die Barriere. Da sollte man nicht reinlaufen, weil... das bekommt einen nicht immer gut. Ach ja, das Gute an dem Spiel ist, weil es eben so alt ist und so grafische Anforderungen minimal sind, natürlich jetzt mit Aufnahme ist es bei mir ein bisschen höher, aber also ein bisschen mehr als normal. Aber für normal kann man da auf einem quasi 8-Bit-Rechner oder so, also jetzt übertrieben gesagt, aber auf einem sehr, sehr einfachen Rechner kann man das schon spielen. Was eigentlich ganz gut ist, weil, ja, eben dann können es viele Leute spielen. Man braucht nicht viel dazu. Die Sache ist eben, man sollte immer die Aktionstaste
muss man zum Beispiel beim Leitern klettern durchgehend gedrückt halten. Und ja. Sonst fällt man eben runter. Ja, was ich auch nicht so genial finde, ist, dass man nur so seitwärts Schritte machen kann. Waffe? Wo habe ich nochmal die Waffe hingelegt? Ich weiß gar nicht mehr. Tastatur. Waffen. Okay, dann legen wir es halt. Legen wir es hin, legen wir es ein. Tab und. Sonst noch V. Ja. Es ist eben alles ein bisschen eigenartig hier, das zu spielen. Aber man gewöhnt sich dran. Zumindest hoffe ich das. Ja. Escape ist immer gut, wenn man irgendwo aus dem Menü oder so raus will. Ach ja, und ich finde eigentlich, so große Einbußen gibt es da gar nicht jetzt. Weil ich 16:9 Format habe. Weil auf so Plattformen wie World of Gothic und so. Ach, First Person. Da wurde ja immer gesagt, dass es so schlimm sei. Und ich finde eigentlich, dass es wirklich gar nicht so schlimm ist. Also, ja. Gibt Schlimmeres. Nehmen wir einfach mal alles mit. Zip. Ah ja, genau, mit Tab konnte man auch raus. Stimmt. Ah. Ja, mir wird gerade so leicht schwindelig wegen der Kameraführung. Aber das sollte sich dann irgendwann mal legen, wenn man sich dran gewöhnt hat. Und wir haben unsere erste Pseudo-Waffe. Können in ein schwarzes Verlies schauen. Gut, dann gehen wir mal einfach mal weiter. Weil da brauchen wir dann nun wirklich nicht bleiben, wenn es da nichts gibt. Aha, nee, warte mal, Inventar. Hier, genau. Schönes. Ach, schön. Ah, okay, so geht's. Rüsten wir das mal aus. Okay, so. Ja, ich werde jetzt einfach mal speichern, weil. Ja, das ist eben. Ein bisschen ein eigenartiges Kampfsystem. Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich habe es schon mal geschafft, an dem Vieh jetzt gerade zu verrecken. Und das wollte ich jetzt eben gerade nicht mehr machen, weil das ist eben nicht ganz so lustig, aber ja. Hat wohl jeder seine eigene Meinung? Nein. So, das ist mal eins. Achso, ne, warte mal, das war glaube ich. Okay, keine Ahnung. Oder? Warte mal. Nö, ich weiß nicht mehr, wie man es darauf legt. Da gab's nix. Das ist natürlich auch immer sehr cool, wenn man sich dann so allwissend präsentieren will vor den Zusehern und dann weiß man gar nichts. Also ich weiß nicht mehr, wie man da jetzt irgendwie auf zweitens ausrüsten kann und so. Ja, das ist vorteilhaft.
eindeutig. Yay, das springen wir gleich mal. Und gleich nochmal. Jetzt muss aber ich keinen Fallschaden bekommen. Wäre sonst auch ein bisschen blöd. Ach ja, und es könnte sein, dass ich euch ein bisschen mit Speichern zuspamme, weil... Ja, das... Also. Ja, weil ich das eben nicht mehr so ganz drauf habe mit den Kämpfen und so. Vor allem das Kampfsystem ist auch ein bisschen sehr eigenartig hier. Ersten Teil. Komm, komm. Nein. Warte mal, das stelle ich noch schnell um, weil... Das geht so nicht. Dann mal links drehen, rechts drehen. Seitwärts links, seitwärts rechts. So, richtig. Reihenfolge habe ich gut. Ha! Ohne Schaden. Ein Wunder. Ich sag's ganz ehrlich, das ist ein Wunder. Und ja, alles mitnehmen, weil... Weil man hatte, denke ich, hier in Gothic keine Gewichtsbegrenzung oder keine sonstige Begrenzung, was man mithaben kann oder darf. Von daher einfach alles reinstecken, alles mitnehmen. Was nur geht und was man findet, weil das ist halt dann vorteilhaft, wenn man mehr hat. Altes Schwert, ja. Ich komme mir vor wie ein Junkie, wenn ich hier so ja durch die Gegend drehe, weil das ist ein bisschen. Ja, jetzt geht's noch. Vor allem sowas, ja. Da wird es einem dann schon ein bisschen... Bäh. Das war jetzt nicht mal absichtlich. So. Nächster. Komm schon, komm schon. Komm schon, die schaffe ich. Das Blöde ist dann halt, wenn mehrere Gegner kommen. Vor allem, mir fällt auch gerade auf, dass Scavenger das Wort, also die Bezeichnung, ziemlich oft benutzt wird für Namensgebung in diversen Spielen. Zum Beispiel beim Shooter, den ich, der übrigens mein erster war, waren Scavenger, war so eine menschenähnliche Rasse. Der eine oder andere wird hier vielleicht wissen, worauf ich hindeute. Und andere werden diesen dann als Nerd oder Geek bezeichnen. Weil die Zuseher dieses, unter anderem dieser Serie auch, was gibt es natürlich auch als Serie, werden eben als Nerds und Geeks hingestellt. So, speichern wir nochmal. Vor allem der Speicherbildschirm ist auch sehr schön. Hey du! Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Ja, ja, gut. Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Tja, dann sag mal, wo ich hier sowas herbekomme. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager.
Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Ja, genau das werde ich jetzt glauben. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Gut. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Klingt mysteriös. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Wieso? Verkauft er die Karten nicht? Wenn du an genug Erz rankommst, um sie zu bezahlen. Na, dann dankeschön. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Ja, und was hast du zu sagen? Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Habe ich schon mit. Perfekt, ich bin vorbereitet. Wie immer. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft, nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Ja, das wusste ich bereits. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Wie viel Erz habe ich denn? Also ich habe nicht mal Lernpunkte, glaube ich. Ja, gut. Ich speichere mal einfach wieder, falls es irgendwie abspielt oder so. Keine Ahnung. Gothic 1 ist ja dafür bekannt, dass es ab und zu ein bisschen spinnt. Okay, so geht's auch. So. Ich hätte gedacht, die greifen erst ein bisschen weiter hinten an, aber naja. So. Da ist keiner gut. Nein. So, jetzt haben wir's. Jetzt kannst du gerne kommen.
greifen da schon an. Okay. Naja, gut, dann den nächsten greifen sie aber nicht mehr an. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ach komm, jetzt greifen die den an. Das gibt's doch nicht. Kann ich hier gar nichts machen, oder was? Das ist ja dann langweilig. Kann ich auch nicht mich vorbereiten für Orks und so. Ja, okay, gut. Erstmal ins Lager. Und während ich hier gerade ganz getrost vor mich hinspiele, kommen mir auch schon wieder so Erinnerungen hoch, was hier an diversen Orten in diesem Spiel passiert ist. Von Nebenquests und so. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Doch. Ja. Ach, egal, Mama. Klar, ich hatte mir vorgenommen, das ganze Lager auseinanderzunehmen. Ein witziger Kerl. Ich mag keine witzigen Kerle. Was? Na, dem hast du es aber einmal und du kannst was erleben. Okay, gut. Ein Erz. Oh. Ich hatte danke für das Herz. Ich trinke einen auf dich mit. So, jetzt haben wir mal gesehen, was passiert, wenn man eine falsche Antwort wählt. Weil die sind zurzeit noch ein bisschen overpowered. Und ja, die töten einen zwar nicht, aber wirklich leben lassen sie ihn auch nicht. Deshalb habe ich auch direkt davor noch gespeichert, aber auf jeden Fall... sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Wenn es wieder heißt Let's Play Gothic. Also, bis dahin.